Inshallah bin ich Imposter. Alter, bin ich Imposter? Tim Goda. Oh, soll ich ein Stacking machen? Zack. Du musst dich muten. Wait. Ah, wer war da? Sollen wir den abschlachten hier? So, alles in Laboratory. Shit, 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 shit. Gut, wir tun so, als ob wir das nicht gesehen haben. Der müsste jetzt den Kill gesehen haben und ihn suchen oder reporten. Unlucky, dein Moon. Hä? Hm? Wieso? Du bist eben noch oben von rechts Lab gelaufen. Ich habe dich noch gesehen. Und also die Leiche liegt in dem Raum, wo du die vier Ausrufezeichen anklicken musst. Und du bist eben noch von also bei der Lab Rakete. Du bist eben noch von Lab Bay Richtung Electrical gelaufen und kurz bevor ich an der Tür war, ist die Tür zugegangen. Okay, ich habe ihn noch gesehen, aber als ich ihn geleftet habe, war er noch am Leben. Ja, kann unlucky von mir sein. Für mich ist es ziemlich sass, aber ich will nicht zu viel. Ich bin jetzt richtig unlucky, weil das kann nicht sein. Ich habe nicht getötet. Noch kurz was. Arno, warst du an Lifeline? Ich war nicht. Nein, ich war bei Download oder Upload, ich weiß nicht mehr, aber ich war am Anfang auch bei Laboratory und da habe ich auch diese wir haben zusammen Teleskop gemacht. Und ich bin dann ich bin dann quasi zu Office gegangen und wollte dann halt die Tasks machen, aber weiß, ich wo bist du dann hingegangen? Ich bin zur Elektriker rübergegangen, ich musste meinen Task in Auto machen. Ich habe noch was zu sagen, aber ich habe dich irgendwie. Lass mal kurz noch Hippo ausreden. Ich hab nichts mehr gesagt. Achso. Kann ich dann noch kurz? Ja, gerne. Ich bin, wie heißt das, Lifelines nochmal hingegangen? Gouda. Gouda, genau, gelb. Ich bin an Lifelines hingegangen und habe frisch gesehen, wie dann der andere gekillt worden ist. Das bedeutet, das war ungefähr vor 2-3 Sekunden. No joke, ich wollte gerade noch was sagen, und zwar, wer hat gerade, also Hippo, du hast reported, ne? Genau. Das war rechts, wo genau lag die Leiche da? Bei der Rakete mit den 4 Ausrufezeichen, die du klicken musst. Und wer ist von da gekommen? Von rechts gesehen habe ich deine Moom. Okay. Also ich wollte kurz noch sagen, dass ich Pink Hippo für safe halte eigentlich, weil ich war, als Lice ausging beim Download, er hat es sofort gefixt und ich halte ihn für clever genug, mich am Anfang aufzuschlitzen und wegzubinden, weil da war niemand mehr. Also das hab ich auch gesagt. Ich war ein Admin, 4 waren in Laboratory und 2 oder 3 waren in Security, habe ich gesehen. Und dann müsste ich eigentlich auch safe sein, weil ich habe gerade gesagt, dass er einen Download gemacht hat, bevor es erst gesagt hat, weil ich an Camps war. Gut. Wurde am Anfang nochmal kurz gesasst? Deine Mom. Also ich. Weil Timing ist richtig zart, ich verstehe, aber ich hab's nicht. Ey, das ist echt nicht geil. Kannst du bitte umbenennen? Unsere Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Das ist echt nicht korrekt. Aha. Darf ich dein Onkel sein? Ich war davor Onkel Gary, passt das? Nochmal kurz zurück, ja. Wer könnte denn noch für den Kill in Frage kommen? Waren die Ahan, also das waren also ja 4. Weiß, nicht persönlich nehmen, aber ich sass dich auch ein bisschen, aber. Ich skippe erstmal. Okay, kein Problem. Also ich halt. Wir müssten nächstes Mal noch geschwind besprechen, wer sich decken kann. Es kann halt sau unlucky gewesen sein oder. Also es kann in beiden Situationen unlucky gewesen sein. Oh gut, ich hab mir jetzt. Halt auch auf den Post, dann hätten wir eigentlich rauswerfen sollen. Ich habe mir jetzt die Lüge überlegt, dass ich gesagt habe, der ist es sofort. Denn. Wo ist meine Maus? Verdammt, hey. Hier. Yeah. In 12 Sekunden kann ich wieder einen Kill machen.
Wir machen jetzt. Also Hippo lasse ich am Leben. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, wir müssen jetzt Hippo am Leben lassen. Weil das ist unser Alibi. Hippo wird unser Alibi. So, zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam. Okay, die Runde geht irgendwie ganz langsam. Alles in den Admin, einer in Communications. Wir gucken jetzt, ob hier eine Leiche liegt. Okay, deine Mom. Arno ist da oben, Rot ist oben, Rotholder guckt da, was zum Teufel macht er da? Seine Mom wird gekillt. Unten ist Ding. Schnell weg von der Leiche. Ich glaube, das ist raus. Wieso? Ich habe vorhin die Lichter gefixt und dann ist er gekommen zum Electrical. Und dann hat er vor mir die Tür gesperrt und die habe ich schon abgehauen. Ich vermute, dass das er war. Ja, aber ich, also, Rotholder ist jetzt weg. Du hast den Emergency. Deshalb machst du jetzt den Emergency. Ich habe keine Ahnung, wo die Leiche ist. Ich habe es gerade irgendwie nicht ganz verstanden, was jetzt gerade passiert ist. Die Tür ist zugegangen, als ihr zusammen wart. Okay. Wow. Deshalb hast du jetzt. Aber ich habe auch bei Vitals, ich bin gerade von Laboratory gekommen, habe ich meinen letzten Task gemacht, wollte dann zu Vitals gehen, mal kurz vorbeischauen, weil ich hatte halt nichts zu tun. Und da habe ich gesehen, dass Blau tot war. Ich dachte jetzt, es wurde ein Emergency gemacht, weil Blau tot war. Oh, stimmt, Blau ist gestorben. Ich war. Wir wissen jetzt nicht, wo die Leiche ist. Und ich glaube, ich wüsste, wo sie ist. Ich war an den Camps. Ich habe Arno gesehen bei Laboratory, wie er da reingelaufen ist, deswegen stimmt es. Und die Leiche, die lag unten links, wie heißt es, neben. Oh Mann, kurz Map wieder öffnen, Moment. Hier, da bei Weapons links, bei den Zahnrädern, wo man die dreht. Da habe ich zuletzt den gesehen, so. Hm. Aha, also keine Info. Okay, Blau ist tot, ja. Also ich kann bestätigen, dass Red zum Ende auch an den Vitals steht. Okay, wir hatten am Anfang der Runde Scan gemacht, das waren Pink und Gelb, ne? Ja. Hm. Das Scan so abgebrochen, dass ihr euch gegenseitig helfen könnt. Ja, ich schon. Ich Hippo, ja. Also ich konnte es währenddessen nicht machen. Also das Hippo ist safe. Ich hab eine Frage. Ich dachte, deswegen bist du die ganze Zeit mit mir gechillt. Ich kann bezeugen, dass Gauda bei Camps war. Das kann ich noch bezeugen. Ich war da kurz. Ich wollte kurz fragen, was Weiß gemacht hat, weil der wurde am Anfang der Runde gesusst und ich möchte jetzt einfach gerne mal wissen, wo er war. Ich habe ihn an den Camps ganz oben bei Electrical kurz gesehen. Ja, ich das war ich da. Nicht für die ganzen 2 Minuten. Nee, ich meine nur. Warte kurz, ich hatte einen sehr langen Weg. Ich war in
Ich war kurz in Storage, habe geguckt, ob da Leichen sind. Ich habe noch eine Task neben O2 gemacht, bei den Flaschen. Ich war in Admin. Was für eine Aufgabe war das? Das war die Kanisterflaschen, also die O2. Also du bist von O2 zu Admin gegangen, Weapons liegt auf dem Weg, okay. Aber das heißt jetzt noch nichts? Ja, ich war... ich bin zuerst zu O2, dann bin ich zurück, dann bin ich in Spessy. Hab da meine Fossilien oder diese Schädeldings sortieren gemacht und dann bin ich rausgelaufen und zu Electrical, weil ich habe gesehen, dass die Lights gecallt wurden. Also, aber du bist ja immer noch, wenn du von O2 zu Specimen gehst, dann kommst du immer noch bei Weapons vorbei, oder nicht? Darf ich da schön noch was fragen? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ja? Wer war in Lifelines nochmal und hat den Kill gesehen, sozusagen? Du meinst jetzt Vitals. Hat sich bei dir die Farbe genau, Vitals. Kurze Frage, wie lange ist her? Wie lange ist das her? Weißt du das? Gibt's. Wie lange ist das her, dass du den Kill gesehen hast? Weiß ich ja nicht, weil ich gerade erst gekommen bin. Der muss in den letzten 50 Sekunden. Okay, ich dachte, weil der war... Okay. Wenn ich wahrscheinlich ein bisschen früher da gewesen wäre, dann hätte ich es halt besser betrachten können, so. Aber ich wollte dann halt direkt die Mörder machen. Ja, aber Mann. Jetzt ist ziemlich viel komisches Zeug passiert. Wir laufen jetzt mal mit Hippo mit. Und warten geschwind ab. Wir schließen mal alle kurz ein. Zack, Zahnrad voll, Wasser läuft hoch und zack, wir gehen hoch. Wir laufen hoch und gucken, ob ein Kill passiert ist. Hier sind alle. Wir müssen uns mit den Kills beeilen. Ente, dunkelgrün. Der Body. Electrical-Eingang. Electrical-Eingang. Huh. Hast du jemanden noch gesehen, der vor dir reingelaufen ist? War noch da. Karl war unten bei Office, habe ich in Kamera gesehen. Deine Mom und Gouda. Ente, deine Mom und Gouda. Die sind die einzigen, die ich jetzt... Ich habe dich gesehen, du warst vor der Leiche und ich wollte dich mal reporten und warst nicht reporten. Gouda, ist safe. Scan. Das ist Mod, das ist dunkelgrün. Nein, ja. Ich hab das gesehen. Dunkelgrün klingt logisch, ja. Es ist safe, Edge. Danke, Apollo Girl, für. Das war's, Digga. Ich bin von Abschluss auf den Follow. Wartet mal, Schwind. Den letzten. Wo war der Kill nochmal? Darf ich sagen, was ich gesehen hab? Ich bin von O2 hoch zum Elektriker gegangen, um Light zu fixen. Und dann habe ich Mods gesehen, wie er vor der Leiche steht, vor Pink, und er hat das nicht reportet. Ich wollte reporten und dann hat er auch reportet. Ich glaube, das ist Mods. Nein. Also, klingt ziemlich so. Ganz kurz. Was ich auch noch kurz sagen will. Am Ende waren die Lights aus. Wer war am Ende wo? Genau, weiß, das wollte ich noch sagen. Ich laufe von Lab auch aus Richtung Lights. Von Lab, okay. Richtig. Und dunkelgrün, wo warst du? Bei Camps. Kann auch bezeugen, das war Karl war vorne an diesen Pulsdingern. Da bin ich rausgerannt, weil es dunkel wurde. Wollte ich zu Lights gehen. Dann liegt Pink, oder Lila war das jetzt, vorne vor dem Eingang von Lights, also von Electrical. Lila, du meinst Pink. Ja, Pink oder ich weiß es nicht ganz so. Pink oder Lila. Ich wollte noch sagen, ich war am Ende noch kurz bei den Camps. Da war der Mons, Pink und Ente. Dann bin ich rausgelaufen aus Electrical Richtung Storage rein. Und danach ist Lights ausgegangen, ich bin wieder zurück und dann wurde reported. Also theoretisch, meiner Meinung nach, kann es nur einer von den drei sein. Also ich werde also, jetzt... Und da Mods einer tot ist, Ente oder der Mods. Es ist Mods, glaub mir. Ja, ich glaube auch Mods. Ich glaube auch Mods. Es ist 100% der Report, glaube ich. Ja. Ciao. Hast du die Leiche umkippen sehen? Nein, die lag da.
Aber ja, der Self-Report, weil der Kill sehr, sehr frisch ist. Der ist, ja. Da sind zwei Kills passiert, ich konnte halt nicht reporten wegen Lights und dann eine Sekunde später zweiter Kill danach. Karl, danke für dein Wort, ich liebe dich, Junge. Oh, Mann, nice. Chuck Husel, Alter. Chuck Husel. Oh, Mann. GG, Golden. GG, GG, deine Mom. Digga, no joke, Digga. Du hättest es aber nicht das Alibi geben dürfen. Digga. Aber weil er hat es falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich kann Hippo auf jeden Fall decken, ja, aber er mich nicht. Und er hat es halt andersrum gesehen. Oh, ich habe so viele Kills gemacht. Ich bin nach rechts gelaufen und Karl war sehr schön gespielt. Und er dachte, dass Weiß Karl umgebracht hat. Und dann hat Weiß umgebracht, Digga. Oh. Nein, das ist halt der Traum. Noch kurz. Alter, Digga. Das war die ganze Runde fast, Digga. Noch. Ja, ja. Darf ich kurz. Noch kurz. Wer war der Letzte, den ich gekillt habe gerade? Nicht Hippo. Hippo, sorry, genau. Sorry dafür. Erstmal und die Folge kommt auf jeden Fall auf YouTube. Wer sich die von euch anschauen will, Gauda GG. Ach, so ein Kack.